Schwung holen für den Erfolg im Unternehmen. Für 2 Tage lädt das Weißmann-Institut zum Vernetzen ein. Los geht's mit einem Golfturnier, dem 7. Familienunternehmer-Cup. Beim Abschlag werden alte Bekannte getroffen, Kontakte geknüpft und Netzwerke gepflegt. Nach dem Sport stehen dann Erfolgsstrategien von Familienunternehmen im Mittelpunkt. Die Vorteile der Familie an der Spitze für die Unternehmer klar. Es gibt schon viele Unterschiede von Familienunternehmen zu, ich sag mal, nicht familiengeführten Unternehmen. Im Wesentlichen, denke ich, der Unterschied ist schon eine ganz, ganz langfristige Perspektive. Die Vorteile sind die Authentizität und die Integrität, die Familienunternehmen mit sich bringen. Das heißt, die Möglichkeit, das zu erleben, was der Inhaber persönlich für sich entschieden hat und auch für sich mit sich vereinbaren kann und mit seinem Geschäft. Familienunternehmen haben was Besonderes. Sie haben diese Emotionalität, sie haben dieses Denken in Generationen. Ein guter Familienunternehmer, der sieht sich eigentlich als Bewahrer und nicht als Verwalter und auch nicht als Manager. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied aus. In 5 Vorträgen zeigen erfolgreiche Unternehmen, wie diese Vorteile genutzt werden können. Unter den Beispielen auch ein international bekanntes Familienunternehmen mit Sitz in Stein, Faber-Castell. Der Stiftehersteller produziert seit 250 Jahren. Die Leitung ist seit 8 Generationen in Familienhand. Das Erfolgsgeheimnis, auch in der heutigen Schnelllebigkeit, wird auf Tradition gesetzt. Es gibt Unternehmen, die schnelllebig sind, die mit dieser Zeit einfach mitgehen, aber genauso schnell wieder verschwinden. Und ich glaube, genau das Gegenteil sollte man tun, an dem Bewahren der Stärken und der eigenen Identität, aber natürlich auch dem Anpassen. Also man kann es nicht vernachlässigen, sondern man muss sich den neuen Gegebenheiten fügen. Werte bewahren und trotzdem mit der Zeit gehen. Solche Tipps sollen beim Familienunternehmertag geteilt werden. Gastgeber Arnold Weißmann will mit seiner Arbeit zum Erfolg der Familienbetriebe beitragen. Wir wollen die Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen unterstützen. Wir sehen uns als Begleiter. Weniger als Berater, sondern wirklich als Unternehmensbegleiter in allen Fragen, in strategischen Fragen, Organisation, Führung. Aber auch wenn es um das Thema Familie geht, das ist ja in einem Familienunternehmen untrennbar. Das ist auf der einen Seite ist es immer ein Familienunternehmen und auf der anderen Seite gibt es eine Unternehmerfamilie. Und die beiden gehören zusammen, ob sie wollen oder nicht. Beratung, Begleitung und die Möglichkeit zum Austausch nehmen die rund 200 Teilnehmer am 16. Familienunternehmertag gerne wahr. Das Schöne ist, hier kann man sich mal die Wahrheit sagen. Hier muss man nicht so Hochglanz erzählen, dass alles im Unternehmen toll ist. Das ist ja nicht so, sondern man hat ja in der Tat als Unternehmer eben auch jeden Tag jede Menge Mist auf dem Tisch und Dinge, die schieflaufen. Und da kann man hier mal drüber reden. Erfolgsmodell Familienunternehmen. Dafür braucht es eben auch die Vernetzung mit anderen. Nach der Veranstaltung kann dann weitergearbeitet werden mit neuen Ideen und neuem Schwung. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.